Aufgesattelt. Alles über Pferd und Reiter. Informativ und interessant. Einfach anschauen. Moin, eine neue Folge aufgesattelt. Heute Thema Messe Horsica. Befindet sich in NRW und ich habe mir die Veranstalter dazu eingeladen, um euch mal hinter die Kulissen schauen zu lassen. Was hat es damit auf sich? Welche Probleme gibt es? Mit welchen Hindernissen muss man kämpfen? Und wir fangen mal ganz gemächlich an. Und zwar ist das ein kleiner Familienbetrieb, der das alles auf die Beine gestellt hat, schon Jahre damit zu tun hat. Und zwar hat das alles mal angefangen mit der Nordpferd in der Nähe von Hamburg, sprich Neumünster. Und jetzt sind wir schon so weit, dass sie eine zweite Messe ins Leben gerufen hat, nämlich die Horsica in NRW, in Bad Salzuflen. Und ich begrüße ganz herzlich Birgit und Jan. Birgit, erzähl mal kurz, wie kamst du dazu zu sagen, so, ich möchte jetzt eine Messe auf die Beine stellen? Also ich bin dazu gekommen zu meinem Mann. Eigentlich ist mein Mann der Veranstalter und hat früher Motorradmärkte veranstaltet und dann irgendwann mit der Nordpferd angefangen. Ich bin dazu gestoßen vor 17 Jahren, da steckte das Baby noch in den Kinderschuhen und habe Feuer gefangen, fand das so toll und seitdem bin ich ganz begeistert dabei und ich lebe das. Jan, wie hat man dich da reingeschmissen? Du bist der Sohn. Genau, ich bin Birgits Sohn und dementsprechend der Stiefsohn von Arnold Thomsen-Koch, der die Veranstaltung ins Leben gerufen hat. Ich habe nach dem Abi eigentlich erstmal eine Zeit im Unternehmen gejobbt und kam dann auf die Idee, oh, eigentlich liegt mir das ja. Und habe dann auch mein Studium darauf ausgerichtet, habe dann Betriebswirtschaft studiert und bin inzwischen zusammen mit dem Herrn Thomsen-Koch Geschäftsführer. Unglaublich. Guck mal, die Familie rangezüchtet, ja, extra dafür ausgebildet. Ja, keine Korrektur, er heißt Janne. Entschuldigung. Kein Problem, alles gut. Sorry. Folgendermaßen, Birgit, es hat ja mal mit der Nordpferd angefangen. Ihr macht das im Wechsel auch mit Hamburg immer mit der Hansepferd zusammen. Ja. Ihr seid immer sozusagen das Jahr drauf oder das Jahr davor, so kann man jetzt sagen, wie man möchte. Ja. Nur ihr seid ja nun mal ganz anders. Ihr habt ein Theaterprogramm in die Abendshow gepackt. Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch dafür entschieden? Es war einfach die Idee, etwas zu machen, was auch Familien anspricht. Reiter, Freizeitreiter, auch welche, die im anspruchsvollen Bereich aktiv sind und eben auch Familien- und Theatergänger. Wir wollten das zugänglich machen für eine breite Masse von Leuten und auch Leuten die Chance geben, sich fürs Thema Pferd zu begeistern. Und dann sind wir dazu gekommen, Geschichten rundherum zu gestalten. Und das wurde eigentlich immer komplizierter, immer komplexer, das ganze Thema. Und inzwischen ist es ein richtiges Theaterstück. Und wie castest du da? Du brauchst ja jedes Jahr, Entschuldigung, alle zwei Jahre braucht man ja neue Darsteller, neue Schaubilder, neue Geschichte. Machst du dir da ganz alleine Gedanken drüber? Oder werden da Castings richtig geschaltet? Oder wie machst du das? Also die Geschichten fallen mir einfach ein, sag ich mal so. Das sind also spontane Einfälle. Da ist dann irgendwo ein Trigger mal, dann komme ich auf die Idee und spinne mir das zurecht. Ich muss mich natürlich immer absprechen mit Doma Klassika, also mit Katrin Stolz und Jörg Turo, die wirklich ganz toll uns die Schaubilder da zusammenstellen. Ohne die könnte ich das nicht machen. Wir stimmen uns ab und feilen an der Geschichte, bis sie bündig ist und wirklich eine schöne Story ergibt. Und die Schauspieler, das sind Kontakte, die habe ich mir über Websites gesucht, privat zusammengekratzt. Einer kennt den anderen. Inzwischen sind viele auch schon mehrfach da gewesen und wir arbeiten auch mit denen sehr gerne schon länger zusammen. Janne, hör mal, du bist ja für den technischen Bereich zuständig. Nordpferd heißt, da steht schon eine fertige Halle, alles ist wunderbar. Mhm. Horsica, hast du mir erzählt, ist eine leere Halle. Mhm. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, boah, dann das machen wir jetzt, das ist cool, das fangen wir jetzt von ganz Boden, Licht, Ton, noch mehr Boden, Boxen. Ja. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich gehe in eine leere Halle und nehme nicht, was vorhanden ist? Also wir finden die Region einfach ganz toll. Wir sind jetzt ja in Bad Salzuflen, Region Lippe. NRW ist als Reiterland bekannt. Das ist ein ganz tolles Reiterland. Wir haben einen ganz tollen Zuspruch von den Verbänden bekommen und haben einfach so gern mit dieser Halle gearbeitet und gesagt, okay, wir stellen uns diese Herausforderung. Wir ziehen das mal komplett neu auf. Und wie du schon sagtest, im Gegensatz zu der Nordpferd, die wir erkennen, haben wir jetzt eine komplett leere Halle,
Das heißt, wir lassen die Tribüne selbst einbauen, Licht- und Tontechnik lassen wir einbauen. Der Reitboden muss natürlich irgendwie rein. Und auch irgendwann wieder raus. Irgendwann wieder raus, genau. Und das läuft darauf hinaus, dass ich glaube, 10 Tage vor Ort bin, allein um diese komplette Technik zu koordinieren. Und aber ihr nehmt Firmen von vor Ort oder nehmt ihr Technik mit? Habt ihr Equipment irgendwie schon? Berechtigte Frage. Also wir haben da überhaupt kein eigenes Equipment. Das heißt, wir müssen das auch noch alles organisieren. Die Firmen, mit denen wir arbeiten, sind tatsächlich relativ vor Ort angesiedelt. Die kommen dann so aus der Ecke Hannover zum Teil. Und ja, das sind Firmen, die wir auch wirklich für die Horsica uns rausgesucht haben, mit denen wir jetzt aber ganz positive Erfahrungen gemacht haben. Also wir haben da ein ganz tolles Netzwerk mit vielen netten Leuten aufgebaut, mit denen wir sehr vertrauensvoll arbeiten können. Was war die schwierigste Herausforderung in dieser Lernhalle für dich? Sicherlich erst einmal die Tribüne, denn wir haben ja auch Säulen in dieser Halle stehen. Ah ja, das heißt, okay. Die Tribüne muss auf den Meter genau richtig in diese Halle eingepasst werden. Licht und Ton muss angepasst werden. Das muss ja an dieser Decke auch noch irgendwie befestigt werden. Und dann haben wir da auch noch einen Kunststoffboden in der Halle, der auf keinen Fall unter dem Ganzen leiden darf. Ja, weil du hast mir erzählt, das sind eigentlich Möbelmessen, ne? Genau, eigentlich werden da eher Möbelmessen durchgeführt. Ich glaube, außer uns ist da noch eine Veranstaltung mit Kanarienvögeln angesiedelt. Ja, und das geht noch. Ansonsten gibt es keine Veranstaltung mit Tieren dort in den Hallen. Wir müssen dementsprechend auch noch Boxenzelte draußen aufbauen. Wir haben ja überhaupt keine Stallungen vor Ort. Das ist die nächste Herausforderung. Also die Messe ist überhaupt nicht auf Tiere ausgelegt. Wie sieht das aus, Birgit? Wir kommen jetzt gerade auf die Tiere zu sprechen. Das ist auch ein Riesenproblem, richtig? Wie viel, ich sag mal, Pferde habt ihr in so einer Show? Es sind ja nicht immer nur Pferde vor Ort, sondern auch manchmal andere Tiere dabei. Aber wie viele Pferde müsst ihr organisieren? Das sind 80 bis 100 Pferde und entsprechend viele Reiter und Helfer. Also da sind dann auch schon 150, 200 Leute, die helfen. Dann kommt das Active Team, die Helfer hinter den Kulissen. Also das ist schon sehr viel Aufwand. Wir haben Akrobaten dabei, Sänger, Tänzer, also da spielt sich einiges ab, ja. Müssen die sich selbst unterbringen oder organisiert ihr das, weil ihr nett seid, auch noch? Teils, teils. Also wir vermitteln dann schon Unterkünfte, da muss man auch ein bisschen behilflich sein. Einige kommen von weit her, die müssen wir dann unterbringen. Leute, die aus der näheren Umgebung kommen, machen das dann auch schon selbst. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Mischt sich das in den Akteuren ein bisschen, dass du beide Messen so ein bisschen unter einen Hut bringst oder musst du Horsica ganz neu aufrichten? Komplett neu sicherlich nicht. Also der feste Stamm sind die Leute, die mit uns ehrenamtlich die Programme gestalten, so wie Doma Klassiker, die die Abendshow machen, Frau Dr. Baumann, die Seminare gestaltet. Das sind Leute, die mit uns gehen. Die Schauspieler sind auch immer die gleichen. Das heißt immer, da ist dann auch mal ein anderer besetzt oder auch mal ein Kind dabei. Aber vom Stamm her sind das dann die, die es schon kennen. Und mit denen kommen wir auch sehr gut klar. Das ist auch angenehm, weil die schon wissen, wie das läuft und sich auch mit dieser Thematik Pferd auseinandersetzen. Denn es ist ja auch nicht für jeden Schauspieler so einfach, damit umzugehen, dass da plötzlich so große lebende Tiere sind. Das müssen die auch. Und dann auch vielleicht mal nicht so ganz funktionieren, wie sie sollen. Das kommt ja noch dazu, ne? Also kann schon mal gefährlich werden, ne? Also ja. Das habe ich auch schon erlebt. Ich war auch schon in diesem Active-Team mal ehrenamtlich dabei. Ich habe mir das also auch mal angucken können. Es war manchmal bremslich, weil die Umgebung ist halt auch nicht so ganz gemacht für ein Pferd manchmal. Ist so. Ja. Aber da selbstverständlich. Sofort. Wir haben ja gerade von 80 bis 100 Pferden gesprochen. Da reden wir jetzt aber nur von unserer Abendshow. Ja, wir richtig. Nur die Abendshow. Die hatte ich auch jetzt nur angesprochen. Doch, doch. Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass wir tagsüber auch noch über ein breites Tagesprogramm insgesamt eher auf 200, 250 Pferde im Laufe dieser Messe kommen. Also das ist auch schon, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so fast verdoppelt, dreifach. Ja, bei der Nordpferd sind es teilweise 400, 500. Also wir haben richtig viele. Mhm. Ich möchte aber vorab noch mal ein paar Bilder euch auch zukommen lassen, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt davon, was so eine Abendshow überhaupt veranstaltet. Also was da in Gang kommt. Genießt mal die Bilder, wir sprechen gleich noch mal.
erstmal hallo, wir haben jetzt die Bilder gesehen, auf uns wirken lassen. Wahnsinnsqualität, erstmal Lob an euch, was ihr uns da geschickt habt. Ganz, danke. Ganz toll. Total beeindruckend zum Beispiel, also auch die Kombination Technik und Pferd, wie jetzt in dieser Quadrille auch gesehen, mit den Motorrädern. Ich bin schwer begeistert. Hattest du da ein Problem, das zu integrieren, oder hatten die Pferde gar kein Problem, auch in den Proben, oder wie war das? Kam das fertige Schaubild einfach so vor Ort und war nicht mehr wirklich zu üben? Also die Schaubilder üben die Akteure natürlich in ihrem eigenen Bereich. Das würden wir gar nicht alles probieren können vor Ort, weil wir nur eine einzige Generalprobe haben. Das heißt, alle Schaubilder, die ganze Dramaturgie, die Musik, alles drum und dran, hat nur einen Probentag. Und das ist eine echte Herausforderung. Die müssen also zu Hause in ihrer Umgebung üben, bis das klappt. Und es muss auch dann klappen. Und die Generalprobe läuft meistens noch nicht mal in der Reihenfolge wie in der Show. Also jeder muss alles geben. Sonst wird das nichts. Und da läuft so manches Tränchen und da schwitzt man auch richtig. Und wenn es Freitag durch ist, machen wir alle, oh Gott sei Dank. Das ist wirklich so, dass es dann immer so perfekt geht. Also Kompliment und ein Riesendankeschön an unsere Akteure, die da ganz, ganz doll mit Herzblut und Engagement dabei sind. Was ist das beeindruckendste Schaubild, was du je gesehen hast in deiner Messekarriere? Oh, das, also da will ich jetzt keinem auf den Schlips treten. Es gibt so viele schöne Bilder, ob das jetzt die tollen Bilder sind wie Goldhorn-Doma-Klassiker, die bauen auch Akrobatik und Tanz mit ein. Ina Krüger-Ösert mit ihren schönen Bildern, so wie sie eben diese Sache mit dem Pferd auf dem Wasser gemacht hat. Oder einmalige die, Sache, um ganz Gottes Willen. Wunderschön. Ist aber irgendwas, was, wo du sagst, boah, meine Güte, hat mich das geflasht. Das ist jetzt sehr schwer. Das ist wirklich sehr schwer. Also es war einmal die Schlussszene mit Total Eclipse of the Heart, als Anna gesungen hat mit ihrem Partner im Duett und wir hatten dazu Akrobatik und die weißen Doma-Pferde. Das war eine Szene, in der, glaube ich, jeder Tränchen in den Augen hatte. Ja, sowas meine ich ja, wo man dann einfach auch sagt, aus der Atmosphäre heraus, man sitzt da ja in der Regie oben, hat den Blick nach unten und denkt, oh, hoffentlich geht alles gut. Und dann sitzt man da, jo, hat geklappt, alles ist im Sack, alle Umbauten haben geklappt. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, deswegen habt ihr ja auch das Active-Team. Genau. Hier nochmal vielen Dank, dass ich da mal bei sein konnte. Wahnsinnsarbeit. Also wir haben bis morgens um 3 geprobt damals. Ja, die Mädchen ist sind also irre. Die sind 3 Tage richtig am Rennen. Genau genommen 4 Tage. Die müssen ja schon am Probentag da sein. Genau. Und diese Mädchen, die machen das für Dankeschön und ein Praktikumszeugnis. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir die haben. Denn man kann sich viele Leute einkaufen, die was regeln, aber die haben ein Gefühl für Pferde und die haben Lust dazu. Das ist ein ganz anderes Thema und deswegen sind die so eine große Hilfe. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe die, wie gesagt, auch kennenlernen dürfen, die Organisatoren dieses Active Teams. Hier nochmal Grüße. Aber die Zeit ist schon wieder um. Es tut mir total leid. Ich könnte noch stundenlang mit euch beiden sprechen. Ihr seid sehr sympathisch. Danke. Weiter Weg war auch nicht ganz ohne noch Verfahren. Aber wir schicken euch jetzt heil auch wieder gleich nach Hause. Ich bedanke mich erstmal. Viel Spaß noch am weiteren Programm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.